Ich möchte mit den letzten Punkten anfangen. Ich werde jetzt nicht groß die Übereinstimmungen ausbreiten, sondern versuchen, das Distinguo, die Differenzen deutlich zu machen. Also ich denke, natürlich, es gibt einen Kollektivismus, der ist antihumanistisch und der ist antidemokratisch. Aber es gibt auch einen Radikalindividualismus, von dem kann man das Gleiche sagen. Das heißt, wir müssen über Formen von konstituierter, revidierbarer und inklusiver Gemeinschaftlichkeit reden, die dann tatsächlich so etwas wie Gemeinwesen konstituieren können. Und natürlich haben wir da das klassische Problem, dass wir viele Formen falscher Gemeinschaftlichkeit haben. Das Kollektiv aus realsozialistischen Zeiten ist da genauso ein Beispiel wie das faschistische Kollektiv. Na, also von da aus ist das hier vermintes Gelände, aber ich glaube, hier muss man Unterscheidungen entwickeln, die es dann möglich machen, sozusagen den Großbegriff Kollektivismus etwas kleiner zu haben. Dasselbe gilt für Fundamentalismus. Es gibt, ich erinnere an Karl Raimund Popper, eine Kritik an Fundamentalismus, die im Grunde darauf hinausläuft, außer dem Falsifikationskriterium nichts mehr wirklich ernst zu nehmen. Und das kann es nicht sein. Sondern natürlich haben wir Überzeugungen, natürlich streiten wir für Wahrheit. Und das ist auch gut so. Der Punkt liegt da, wo wir keine Differenz, keine Vielfalt, keine Skepsis, kein Hinterfragen mehr zulassen. Und um dann auch gleich das Spektrum ein bisschen auszuleuchten, ich glaube nicht, dass David Hume mit seiner radikalen Skepsis widerlegbar ist. Es gibt gute Argumente dagegen, aber keine Widerlegung. Und dasselbe gilt, wenn man das sozusagen moralisch fasst, für Nietzsche. Seine Ablehnung des Guten und Wahren und Schönen, auch dagegen gibt es gute Argumente. Aber zu glauben, man hätte dann einfach Nietzsche widerlegt und der sei sozusagen aus dem Feld des philosophisch Vertretbaren und kulturell Sagbaren ausgeschieden, das wäre ein Fehlschluss. In diesem Sinne muss man auch das Fundamentalismusproblem differenzieren. Ökonomismus bin ich natürlich sehr mit meinem eigenen marxianischen Hintergrund sehr sympathisierend. Aber auch hier muss man aufpassen. Bill Clinton sagte, ist the economy stupid? Das war kein Ökonomismus, sondern das war eine Erkenntnis wirklicher Verhältnisse, in denen ökonomische Fragen über viele Möglichkeiten entscheiden. Und es wäre ein Fehler, denke ich, wirklich ein strategischer Fehler zu glauben, wir halten uns aus dem Streit über Ökonomie hinaus und widmen uns den weichen Feldern. Wir müssen uns politisch über Ökonomie streiten, denn nur so können wir tatsächlich dem Ökonomismus begegnen. Und selbst beim Populismus bin ich nicht so ganz so sicher. Sicherlich der manipulative Populismus, um die Unterscheidung so zu anzusetzen, ist überall zu bekämpfen, in welcher Form er auch immer auftritt. Auch wenn er sich linker Stichworte bedient, ist er antiaufklärerisch, verdummend und destruktiv. Aber der Versuch, Martin Luther wird ja dieses Jahr viel zitiert, dem Volk aufs Maul zu schauen und tatsächlich populär zu reden, und tatsächlich fasslich für einfache Leute zu werden, der Versuch ist aller Ehren wert. Und insofern kann ich mir auch so etwas wie einen linken Populismus vorstellen, der nicht verdummend ist, der versucht und es leistet, tatsächlich die Menschen bei dem abzuholen, was sie schon verstehen. Und von hier aus dann weitere Einsichten aufzubauen. Also diese Art des Popularisierens halte ich für eine notwendige Antwort. Und beim Naturalismus ist das Distinguo vielleicht noch einfacher. Es gibt sicherlich einen naturalistischen Reduktionismus, der glaubt, letzten Endes lassen sich alle Fragen physikalisch entscheiden. Ich glaube, das kann man beweisen.
da würde ich auch vor der Vokabel Erkenntnis nicht zurückschrecken, dass das falsch ist. Da gibt es inzwischen auch genug wissenschaftstheoretische und wissenschaftshistorische Untersuchungen, die das vielfach materialreich untermauern. Dennoch gibt es auch das Umgekehrte. Man kann aus dem anderen Fenster fallen in einer alten Metapher. Nämlich, dass man sagt, na gut, also diese ganzen natürlichen Verhältnisse, die spielen in der Kultur keine Rolle. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen hungern, wenn sie fehlernährt sind, und das war bis Mitte des 19. Jahrhunderts normal, man weiß das sozusagen aus Grabfunden, Hungersnöte gab es alle 30 Jahre, man kann das an den Zähnen nachvollziehen. Na, also, und wenn Menschen so fehlernährt sind, hat das natürlich Konsequenzen für die Kultur. Also wer glaubt, dass das nicht der Fall ist, der ist ein abergläubischer Mensch. Und diese Art von Kulturaberglauben sollten wir auch nicht befolgen. Ich will dann, habe ich noch einen Moment? Doch noch mal ein paar Fragen. Und auch hier gehe ich jetzt nicht auf die Übereinstimmung ein, die ich mit Arbeiten von Ihnen habe, jetzt nicht nur im Vortrag, doch wenigstens erwähnen. Erstens, es gibt, das ist hier in dem Vortrag weniger deutlich geworden, so etwas wie eine philosophische Engführung. Also, was Sie in dem Vortrag übrigens, finde ich, sehr schön gemacht haben, den Rückgriff auf die humanistische Praxis, auf die sich dann der Philosoph reflektierend bezieht, als eine Ausarbeitung dieser humanistischen Praxis, die es immer schon vorgängig gibt. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt auch der Übereinstimmung. Und von da aus kann man das relativieren. Aber es gibt in Ihren Schriften immer öfter die Tendenz zu einer philosophischen Engführung. Tatsächlich, als ob es so wäre, dass die Philosophie es dann schon gepackt hat. Und als ob die Philosophie gewissermaßen den praktischen Humanismus schon vollständig in sich aufgehoben hätte. Und das wäre natürlich ein Missverständnis. Zweitens gibt es ein Problem, das war jetzt auch im Vortrag ein bisschen, was ich nennen würde, des methodischen Rationalismus. Selbstverständlich geht es darum, Gegner und Feinde auch zu identifizieren und mit denen muss man sich anders auseinandersetzen, als indem man ihnen Gründe anbietet, warum sie falsch liegen. Und ich habe es schon genannt, Hume und Nietzsche kriegt man auch durch gute Gründe, nicht, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, konfirmiert. Die sind nicht zu inkludieren und deswegen trotzdem nicht unvernünftig. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, mit der man noch deutlicher umgehen muss. Dritter Punkt, das haben Sie heute auch angesprochen. Ich glaube, der Weltanschauungsbegriff, da gibt es natürlich einfach den Fakt, der im Grundgesetz steht und wir als Weltanschauungsgemeinschaft von da aus natürlich darauf gehalten sind, uns mit ihm konstruktiv zu befassen. Aber ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, den Begriff der Weltanschauung tatsächlich zu unterscheiden vom Begriff des Weltbildes. Und vieles, was Sie dem Weltanschauungsdiskursen zuschreiben, würde ich eher dem Weltbild zuschreiben und da dann auch wirklich drüber nachdenken, wie kann man zeitgemäß den Begriff der umfassenden praktischen Intuition, die man sich von sich selber und seinem Ort in der Welt macht, wie kann man das sinnvoll artikulieren? Und ich bin nicht ganz sicher, ob man das immer dann schon in die Form von Erkenntnis, geschweige denn von Wissen, gießen kann. Sondern hier geht es auch da oft darum, Position zu beziehen, zu artikulieren und damit anzufangen, Gründe und Gegengründe zu geben und zu nehmen. Sie haben vitalen Humanismus als Antwort, formuliert mich heute aber in anderen Schriften. Auch hier würde ich ein Distinguo anmelden. Ich denke, auf viele konkrete Probleme brauchen wir konkrete Antworten. Da hilft das Beiwort humanistisch nicht viel weiter. Also etwa die Krise der Europäischen Union, da brauchen wir zwar dringend konkrete Antworten und wir können auch sagen, die sind dann im Übrigen humanistisch, aber das Beiwort löst das Problem nicht. Dann gibt es, und das halte ich für ganz wichtig und das halte ich auch, da habe ich auch Ihren Vortrag entnommen, dass wir da eine gemeinsame Grundlage haben, den praktischen Humanismus vorgängig
immer schon in der Praxis unserer Gesellschaften und mit einer langen Tradition, in der Tat bis vor das Christentum zurückreicht, dieser Bezug sollte immer auch der Grundkonsens zwischen widerstreitenden Positionen sein. Etwa zwischen einem, was es auch gibt, ordoliberalen Humanismus und einem marxistischen Humanismus. Natürlich kann man sagen, der ordoliberale Humanismus ist vielleicht ein schwieriges Produkt. Der marxistische oder marxianische ist es auch. Trotzdem gibt es sie. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir sozusagen ein gemeinsames Grundverständnis haben, was nicht dann zu Exkommunikationsprozessen führt. Also was nicht heißt, dass man nicht Position bezieht und die Position auch argumentiert, aber von hier aus zu schließen, und du gehörst dann deswegen nicht dazu, weil du meine Position nicht teilst, das wäre eine falsche Konsequenz. Ich denke, das führt dazu, dass, wenn ich mich mal ans Publikum, nicht an Julius Miriam Rümelin, dass wir diese Philosophie und in der Tat auch diesen Vortrag als einen wichtigen Beitrag zur Vitalisierung eines gemeinsamen humanistischen Horizontes begreifen können und vor dem Hintergrund dann im Einzelnen uns auch weiter streiten, denn auch Streitkultur gehört ganz wesentlich zum Humanismus. Vielen Dank.